schön, Commander. Aber als Mensch bist du in dem Universum gefickt, oder? So als normaler Frontschwein? Ja. Lebenserwartung war, glaube ich, in Minuten, wenn überhaupt. Kommt aber auch immer drauf an, wo man eingesetzt wird. Den Tyranniden ist halt scheiße. Ja gut, gegen Elder ist jetzt auch nicht so geil. Ich meine, das Universum ist groß. Du könntest Glück haben und langweilt sich halt dann irgendeiner Hivehold zu Tode als Wache. Hivehold, hast du noch Glück? Ja, meine ich. Ja, mein Lord. Folgen Sie mir. Ich mag das schön, schön entspannt labern. Im Hintergrund ist da Zombie-Ansturm gefühlt. Unsere Gebete wurden erhört. Die Lage hier hat sich verschlechtert. Diese widerlichen Gargoyles verseuchen den Himmel. Oh, das sind auch ein, zwei. Ja, ihre unablässigen Attacken erschweren einen Gegenangriff. I see Tong. Der Schwarm ist halt heftig. Tong. Ghost Drive. Es kommen weitere Feuer. Ah ja, das war schon abgefeuert. Wir müssen die Ostflanke verstärken. Du, begleite ihn. Wir werden die Verteidigung unterstützen. Vielen Dank, mein Lord. Okay. Dann drauf rüber oder so. Absolut. Das werden wir jetzt. Fähigkeit, Rechtschaffen mit so einem Rückmodus. Okay, verstanden. Oh, das tue ich. Bin ich Schlachtruf. Ja. Ich kann Enemies scannen und die nehmen dann mehr Schaden. Magst du, wie klein die normalen Soldaten sind? Ja, wir sind halt. Mein Lord, wir können Sie den Fight halten, bis wir soweit sind? Okay, Stellung halten. Lassen Sie sich drauf. Lasst keinen am Leben. Boah, es ist schon geil, mit einem dicken Bolter auf Gegner zuzurennen. Mission gesichert. Ich weiß ja nicht, wer da gerade in den Nahkampf mit dem Ding gegangen ist, aber das sah schon sweet aus. Kannst du aber, glaube ich, nicht. Ey, Finger weg von unseren Jungs! Ich stehe nur hinten und halten die Menge. Oh, das sind zwei von euch. Ey, nee. So, gib unter drüben das Feuer. Wechselmagazin! Hier! Oben ist eine Kunden, so eine dicke Kiste. Noch ein dicker. Das ist geil, selbst wenn du im Augenwinkel irgendwie blau siehst, einfach C drücken. Das zählt. So ein scheiß Fernkämpfer weg, Mann. Ja, die sind sehr nervig. Ich komme auch mal nicht dran. Weiter, ja. Du hast recht, Munition ist gar nicht... Oh, ich werde beschossen. Munition ist gar keine so dumme Idee. Ah! Hm. Die Fernviecher nerven. Aber viel Schaden machen sie wenigstens nicht. Ja, aber kratzen an der Rüstung rum. Ich hab ja gar keinen Bock drauf. Oh, die Granaten? Oh, ich hab noch Granaten. Die Aufmerksamkeit. Ja, ja. Sieht gut aus. Hier, friss mal eine Granate. Heavy Flamer, wenn man ihn braucht.
Hockt doch wegen dem Discord ein Schwert zu. Ich muss nachladen. Zwei Dicke. Große. Auf. Alter, was zieht mich denn gerade so runter? Die Schützen, die Schießviecher links und rechts. Hier oben gibt's Brenngranaten. Hier oben gibt's Granaten. Oh Gott, die können durch die Wand feuern. Aber KI at its best. Oh. Oh ja. Air Wars Bomber. I smell napalm. Ein direkter Treffer, Major. Das achte verfehlt nie. Oh ja. The 8th never miss. Alle diese Basis verdammten ihnen ihr Leben, Bertilon. Der Imperator schütze uns. Wir müssen durch den Dschungel, um zu den Orbitalabwehrwaffen zu gelangen. Bruder Lirio, helfen Sie den Kadianern mit neuen Verteidigungslinien und erstatten Sie Bericht. Ach nein! Lass mich los! Ich sehe gerade, das Melter Rifle hat sehr wenig Munition. Hipfire ist aber echt grobes Hipfire nur, ne? Ja, es streut sehr. Ich glaube, ich muss mir Kontern mal auf Maustaste legen, so oft wie ich das brauche. Feuerung. Uni-Arena. Ich habe das Gefühl, so bei der Muni-Menge, die man so dabei hat, wird das oft in Schlägereien ausarten. Ja, glaube ich auch. Der kürzeste Weg führt durch den Sumpf. Gehen wir. Nein, der Sumpf ist voller Xenos. Am Ufer des Flusses ist ein Bunker. Schlagen wir uns dorthin durch. Aber wir verlieren kostbare Zeit. Wir müssen... Okay. Strategie ist wichtiger als Eile. Nee, und kannst du auch für den Bunker entschieden. Leutnant. Orca-Bolt-Gewehr. Ja, mit Visier. Oh. Ah, okay. Sniper Rifle. Wir sehen uns auf der Resilient. Passing da unten. Ja. I'm moving! Bei mir bin ich in einer Animation, also ich hab keine. Ich rutsche über den Boden. Bei uns läufst du ganz normal. Die Frage ist, wo willst du hin? Wieso? Man kann nie genug Munition haben. Da hinten da leuchtet doch was. Da sind sie, die Orbitalkanonen. Ja, das meine. Was ist denn für ein Arschloch? Steht da oben und spuckt uns an. Nachladen! Von rechts kommt Swarm. Bisschen. Erwischt. Rüber. Ja. Wechselmagazin. War's gleich mit meiner Muni. Hier ist noch Moon. Und Fragmentgranaten. Und Granaten könnte man auch verwenden. Meinst du? Ja. Das Granate auf Fernkampf. Ich finde keine blöde Idee, hier runter zu gehen. Hast du nicht eine fancy Granate für? Aufgefüllt. Da hast du ein Argument. Und wieder vergessen. Aber die bewegen sich zu schnell, die Granaten fliegen zu langsam. Ach, da sind die, die uns gehört haben. Lobet den Imperator. Hey, halt's Maul. Aufgefüllt. Ihr würdet euren Posten verlassen, Soldaten. Nein, Lord. Niemals. Wir haben sie eingeschlossen. Hier gibt's Waffen. Mehr können wir nicht tun.
Öffne das Vera Volta. Ja, Sturmboltgewehr und noch ein Sturmboltgewehr und ein Kettenschwert. Öffne die Scheißtore. Ein Heavy Boulder kann gerne einer von euch machen. Der Melzer ist gerade zu funny. Echt? Nee, willst du UGL haben? Ich geh auf Heavy Boulder. Ich weiß nicht, ob der jetzt irgendwo liegt. Nö, wa? Nö. Ach nee. Das war nicht schwer. Nee, ich weiß warum. Weil der du den Second. Nee, ja, den Heavy Boulder kann ich nur einmal leer schießen. Oh, fucking hell. Oh Gott. Feuer frei. Ah ja, meinst du es nicht? Hängt da noch Granaten? Ja. Ich geh mal da drüben. Für sowas ist der Melter halt perfekt. Boah, ich beschwere mich gerade über den Heavy Bolt auch nicht. Ah! Was war das denn? Da waren die grünen Blubviecher. Ja, also vor denen sollte man sich wirklich nachdenken. Die kamen rechts über die Grenze gerade drüber. Oh, damit ist der Heavy Bolt also leer. Kommt ihr klar? Ja, ich fand das so funny, der eine ausweichen, das Ding am Schwanz packen, einfach in den Boden rammen. Oh Gott, da kommen wieder welche! Nee, die Grube ist wieder voll! Nee, das war rot, scheiße, der Tester. Denkt an eure Fähigkeiten. Exekutieren, ich hab gerne die Rüstung. Muss nachladen. Grundlager. Fragmentgranaten. Denkt an eure Heimatwelt, Soldaten. Wenn ihr die vielleicht auch irgendwo wieder kriegt, ich kann den schweren Bolter als Secondary nur empfehlen. Der schwere Boltpistole. Oh Gott. Aua. Ich hab Kontakt. Ich glaube, da kommt noch mehr. Ja. Ich kann den Granatwerfer nur empfehlen, vor allem wenn die Gegner auf dem Haufen sind. Alle rein! Sofort! Okay, vorwärts! Sollten wir nicht den Rest des Schwarms auslöschen? Es werden immer neue kommen. Schnee! Wir müssen uns auf das Schwarmschiff konzentrieren. Wir weichen aus. Soldaten, schließ die Tore! Jawohl, mein Lord! Ich gebe den Befehl weiter! Bereithalten! Soldaten Gondors! So können wir sie leichter töten. Moin! Beim Imperator. Die Verbindung steht. Sie können sprechen, Major. Captain Aiden, ich habe befürchtet, Sie wären tot. Noch nicht, Sir. Sie sind zäher als Groxleder. Ich nehme das als Kompliment. Aiden, wir müssen die Orbitalkanonen zurückerobern. Meine Panzer sind einsatzbereit. Erledigen Sie das, Captain. Jawohl! Oh ja. Sie werden den kanianischen Zorn spüren.
Kanone sieht viel zu groß für das Chassis aus. Ist das ein Baneblade? Ja, das, nein, das ist der Lehman Russ. Okay. Nimm den Knaller! Das, was da in der Luft alles ist, gefällt mir nicht. Ah, da hinten kommt der Swarm, der für uns ist. Das verdammte Tor ist im Weg. Dann entfernen wir es. Hey, der Panzer hat die perfekte Feuerposition gefunden. Das sieht nicht so aus, als hätte er keine Depression dafür. Naja, Depression vielleicht schon. Ah, ja, wenn er da hinten drauf schießt. Ja, der Nahbereich gehört uns. What do we have down here? Nothing. Ah, da oben ist Feindschiff. 6 Uhr über uns. Oh, ja. Oh ja. Nice. Know your place. Ziel zerstört. Get down, filthy Sinos. Ein paar von diesen großen Abwehrgeschützen, wa? Und wieder ein Waffenständer und Muni. Aufgefüllt. Was haben wir hier? Bolt Carbine, Bohrmesser, Messer. So, Tür offen. Trupp, bewegt eure lumpigen Hintern durch das Tor! Sofort! Schließt zu den Kardianern auf. Oh. Zu Befehl, Leutnant. Also in Anbetracht der Menge der Scheißviecher sieht das. Sehen diese paar Mann da draußen ein bisschen wenig aus. Ja, aber die haben uns. Ja, ja. Das ist ein Argument. Aber haben wir auch sie? Lade Waffe nach! Guck mal, die schrauben die Dinger von vorhin, die ich an Tornado hängen wollte, auf Panzer. Was war das denn für ein Spruch? Wenn ihr, er hat einige Soldaten gerade gesagt, wenn ihr kotzen müsst, liegt es wahrscheinlich an mir. Ja. Munition gesichert. Ah. Avengers Assemble. Heavy Bolter Assemble. Ah, die haben mein Stacheldraht weggesprengt. Fragmentgranate
Da fliegt so ein komisches Vieh. Der schießt mit Kugeln auf mich. Okay. Ach nein. Magos gleich mitgebracht. Wir werden die Schwarmschiffe derart durchlöchern, dass eine Fregatte durchpasst. Es wird sich sicher nicht kampflos geschlagen geben. Es? Das Schwarmbewusstsein, die mächtige Schwarmintelligenz der Tyranniden. Wir dürfen sie nicht unterschätzen. Major, die Waffen wurden komplett entladen. Es wird eine Weile dauern, den Maschinengeist zu wecken. Beeilung! Die Tyranniden werden alles tun, um die Anlage zu vernichten. Hier ist Major Sakana. Schickt den zweiten und dritten Zug sofort zu den Orbitalkanonen. Verstanden, Sir! Zeig mir diesen Bastarden, was das Achte alles drauf hat! Für Kardia! Die Dinger sehen von vorne irgendwie aus wie ein aufgemotzter Hind. Das ist meine Waffe mit Kaliber, was mir gefällt. Orbitaler Planetenverteidigungskanonenkommandant. Was ist das da links? Das gefällt mir auch, die Satellitenschüsse. Alles, was Großes, gefällt. Ah, Granatwerfer hab ich schon. Ja, nehme ich auch. Hm? Hallo, Boss-Dropper. So, Jungs, wir schaffen das. Ihr habt euer Bajonett und ich hab meine Implantate. Konzentriertes Feuer! Zögert nicht! Können wir doch einfach runterspringen? Ich finde das angenehmer, von hier oben Granaten auf die zu werfen, bin ich ehrlich. Töten unsere kleinwüchsigen Freunde! Ganz ehrlich? Ha? Wozu brauche ich dafür ein Zielsystem? Das Schiff ist riesig. Das kannst du schätzen. Ich meine, ich erinnere mich da gerne immer. 99% Trefferschance, das heißt nicht, dass du es gibst. Das ist richtig. Na schon.
Okay. Laufen, laufen, laufen. Sieht nett aus hier. Einen Moment. Seien Sie vorsichtig. Die Tyranniden haben Sie bemerkt. Sollen Sie nur kommen. Haltet Sie mir vom Leib, wenn ich das erledige. Ich drehe mal ein bisschen am Rad. Ah, hier kommen Bomben. Kommen noch mehr Bomben. Voll geschafft. Ich habe am Rad gedreht. Ich nicht. Muss Bomben ausweichen. Wer am anderen Rad? Ach so, die Bomben. Hinter uns. Einer noch. Oh no. Kannst du, mach doch nicht diesen. Noch ein Weg zu dir. Leichte Unterbrechung. Das ist eine Granate. Doch nicht beide. Du musst vorsichtiger sein. Halb durch. Ja, ist gut. Drei Viertel. Durch. Seitdem ich Kampf noch wieder hingestellt habe, läuft wieder alles. Mein Lord, die Gargoyles wollen zur Antenne. Oh ja, ich will seinen eigenen Arm abschwächen. Achso, da hinten liegt hier so ein Ding zum Heilen. Hä? Ja. Oder hast du schon einen gesagt? Könnte man ja mal benutzen. Ich glaube, wir müssen nochmal am Rad drehen. Weißt du? Oder an was anderem drehen. Was hat's eigentlich mit den Kerzen auf sich? Stimmung. Nur fürs Ambiente? Nein. Man muss den Maschinengeist ja besänftigen. Der mag Kerzen. Und der mag Kerzen. Und Weihrauch und Gebete. Und das meiste Zeug hier funktioniert sowieso nur, weil die Leute dran glauben. Und ich dachte, das bei den Orks so. Warte mal. Mal so. Stell am besten nicht die Mechanikus in Frage. Muss nachladen. Was ist das? Hm? Was? Ach, nur ein Boltgewehr mit Granate. Okay. Wechselmagazin. Mehr Gargoyles auf dem Weg zur Antenne. Granate fliegt. Granate fliegt. Bleibe nass. Gefüllt. Bin ich weniger Gargoyles hier herkommen? Bin ich weniger von diesen explodierenden Viecher? Muss Antenne B. Alter, ja, von mir. Das Spuren. Der Feind hat es auf die Antenne abgesehen. Tragen Sie alle! Antenne D. Hat einen Raumplan? Ja. Bei mir. Aber helf mal Kampf so hoch. Ja, ich muss gerade mich selber mal kurz freikämpfen, danach mache ich mir Umweg. Die Sporen haben wir gerade übel zugesetzt und dann kam Schnee, Stärkung. Du bist ein bisschen mitten im Nirgendwo. Fragmente
Granate geworfen. Der Feind hat die Antenne beschädigt. Ah. Das ist gerade nicht so einfach, hier einen Durchblick zu kriegen. Ja. Keine Zeit zum Ausrufen. Komm so. Aufhören. Nein, ich krieg kein Damage. Besser. Ich hab's nicht geschafft, mich hochzuheilen. Ich hab nichts mehr zum Heilen. Den Schnee wiederbeleben. Machen wir auf den Weg. Pass auf, bei mir sind noch zwei Half-Mines. Ja. Heißt sie. Da kann er mal aufhören mit seinen komischen. And I'm dead. Das ist nicht gut, cool, weil ich glaube, dann ist Ende. Ja. Captain Alas Doro von den Imperial Fist. Lass den Himmel toben, die Welt erbeben. Nee, ist gestorben. Oh. Okay. Okay. Nochmal, aber diesmal im Bus. Einfach im Kreis kämpfen. Oh. Am Nachladen, du Wichsvieh. Hier ist noch dicke Munitionslager. Die Antenne habe ich auch frei, jetzt die andere. Boah, wir müssen erstmal aufräumen hier. Willst du mich ficken? Was kann ich denn dafür, dass da nebendran noch einer mit Fernkampf steht? Bisschen Hyper-Armor in der Animation wäre nett. Hyper. Munition gesichert. Wechsel Magazin. Hey. Auch mal Muni holen. Der Terminal. Ach da, der Terminal. Muss ich jetzt manuell zielen? Kann ich das verkacken? Nee.
Also, dass wir das Hype-Chip zerstört haben, ist schon mal gut. Mittagspause. Leutnant, Captain Ackerman hat mir neue Befehle erteilt. Verstanden. Wo ist Elion? Der Feind hat uns unter Druck gesetzt. Wir wurden voneinander getrennt. Als wir die Angreifer endlich erledigt hatten, war Elion bereits tot. Etwas hat seinen Helm geradewegs durchbohrt. Ich hätte bei euch sein sollen. Ich wünschte, er hätte lange genug gelebt, um das Schwarmschiff brennen zu sehen. Ich habe 2 Jahrzehnte lang an Elions Seite gekämpft. Kein Hormagant hätte ihn töten können. Da unten ist Tödlicheres als Hormaganten. Es war eure Schuld, dass unser Trupp getrennt wurde. Er ist tot, Sergeant. Was zählt, ist die Pflicht. So schnell vergesse ich meine Brüder nicht. Oh ja. Wir dürfen sie nicht in Frage stellen. Mit euch zu diskutieren. Valtus. Selbst die Staffel nimmt heute von hier an und bessere Antworten. Ich will einen Speer an dieser Position. Captain! Kommen Sie hier rüber. Captain, der Mechanikus ist in der Leitung. Der kann warten. Das ist Nosik Beta 12, ein Mechanikus Erzmagos. Er sollte eigentlich schon längst auf dem Schiff sein, aber er will Kadako einfach nicht ohne Daten aus seinem Labor verlassen. Er ist in dieser Basis der Imperialen Armee. Seine Anlage ist hier. Der Feind rückt immer näher. Die Basis wird schon bald überrannt werden. Nosik ist äußerst wichtig für uns. Beschaffen Sie die Daten und holen Sie ihn raus. Was ist mit dem Bergwerk? Wenn wir die Vorratstanks aufbrechen und den Fluss ins Tal leiten, können wir die Felder um die Basis entzünden. Wir kochen sie in Promethium. Ich gebe Ihnen ein kleines Team, um Ihren Plan umzusetzen. 3 Männer. Mehr habe ich nicht für Sie. Übernehmen Sie das Kommando. Ja, Captain. Frag mich welche.